Herr Professor Kuropka, Sie haben einige Bände über Kardinal Galen geschrieben, fast 25 Aufsätze haben Sie mir erzählt. Wie sind Sie überhaupt an Kardinal von Galen gekommen? Wie es manchmal der Zufall so will. Ich habe ein erstes kleines Erlebnis als Zehnjähriger. Mein Vater hatte in Münster Arbeit gefunden. Und als ich das erste Mal nach Münster kam, da erzählte er eben so bei den Neuigkeiten, was es da alles gibt. Hier hat es übrigens einen Bischof gegeben, den halten die Leute für einen Heiligen. Das habe ich noch so richtig im Ohr. Aber das war natürlich so ein kleines Erlebnis nur. Und als ich dann für meine Dissertation im Public Record Office in London gearbeitet habe, da bin ich auf ein kleines Faszikel, Aktenfaszikel gestoßen, mehr zufällig, über die Romreise, die der Bischof von Galen im Jahre 1945 unternehmen wollte. Und die britische Regierung hat das am Ende mit vielen Einschränkungen und Anmerkungen, die da gemacht wurden, abgelehnt, aus politischen Gründen. Und darüber habe ich 1976 meinen ersten kleinen Aufsatz über Galen geschrieben. Und dann bin ich sozusagen an dem Thema ein wenig dran geblieben, auch weil Galen eben dann in der öffentlichen Diskussion so eine gewisse Umwertung erfuhr. Und dann dachte ich mir, angeregt durch diese ersten kleinen Erfahrungen, der Historiker braucht Quellen, also machst du dich auf die Suche nach neuen Quellen. Ja, und wer sucht, der findet. Von Quellen sprechend, Kardinal von Galen kommt, wie der Name schon sagt, aus einer alten aristokratischen Familie. 14 Ordensfrauen hat diese Familie hervorgebracht, 13 Priester und Ordensmänner. Können Sie uns ein bisschen über die Familie von Galen unterrichten? Also jetzt so aus dem Gedächtnis ein paar Bezüge dazu. Also es war ganz selbstverständlich, dass die tägliche Messfeier, es war ganz selbstverständlich das gemeinsame Gebet, es war ganz selbstverständlich die gemeinsame Schriftlesung. Die Mutter hat selbst den ersten Religionsunterricht für ihre Kinder gegeben. Der Vater war Offizier in einem preußischen Regiment, und also als junger Mann gewesen, und hat ganz selbstverständlich in Potsdam das Tischgebet gesprochen. Also das sind so Zeichen dafür, dass die das ernst genommen haben, dass sie das auch gelebt haben und dass sie auch ein Verständnis hatten, eine Interpretation dieses irdischen Lebens als einen Schritt auf das endgültige Heil zu, also einen Schritt zum Himmel. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die gesamte Prägung der Familie in einer großen, ja, wenn man das so mit historischen Begriffen, ist das schwer zu beschreiben, man muss schon fast einen religiösen nehmen und sagen, also in einer großen Gottesnähe verstanden sie sich. Und das prägt natürlich, und es hat sich auch gezeigt, dass eben der junge Clemens August sich am Ende für das Priestertum entschieden hat. Was so ein ganz gerader Weg? Hat er schon als kleiner Junge Priester werden wollen? Als kleiner Junge, da gibt es keine Überlieferung, aber es gibt einen interessanten Hinweis in der Abiturzeitung, die die jungen Leute auch damals schon gemacht haben. Da gibt es also über jeden dieser Abiturienten aus dem Gymnasium Antonianum in Vechta einen kurzen Spruch. Und über den Clemens August heißt es da so sinngemäß, ich kann den nicht ganz auswendig, es reimt sich, also er trinkt nicht und er hat auch nicht den besonderen Blick für die holde Weiblichkeit. Das ist schon ein wenig ein Hinweis darauf, dass es schon eine gewisse Nähe gab, obwohl er im Abitur in seinem Lebenslauf angegeben hat, er wird Jurisprudenz studieren. Gut, damit, da hat man sich auch eingeschrieben, aber angefangen hat es dann eben in Freiburg in der Schweiz mit philosophischen Studien. Er hat dann Philosophie studiert, erstmal mit dem Ziel? Ein Semester zusammen mit seinem Bruder Franz, mit dem er sehr eng verbunden, sehr, ja, also geschwisterlich, freundschaftlich, engstens verbunden war, hat er zunächst ein Semester in Freiburg-Schweiz studiert. Mehr damals eine katholische Universität, philosophische Studien, und ist dann nach Innsbruck gegangen, um eben Theologie zu studieren. Innsbruck, eine berühmte katholisch-theologische Fakultät, damals von Jesuiten getragen.
Dazwischen liegt, soweit ich verstanden habe, eine Romwallfahrt. Was ist da geschehen? Eine Romreise dazwischen. Ja, was ist, das können wir natürlich nicht beschreiben, es ist was Innerliches geschehen. Aber da hat sich das sozusagen geklärt. Und er hat zunächst ja überlegt, ob er nicht auch in den Jesuitenorden eintreten sollte. Er hat sich dann aber doch für das Weltpriestertum entschieden. Und ist dann eben auch in Innsbruck auf sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten gestoßen. Einmal hat er gewohnt in dem sogenannten Nikolaihaus, also einem Kolleg für Theologiestudenten. Und der Rektor dieses Hauses war eine sehr prägende, für ihn auch prägende Gestalt. Und auch unter den Professoren waren eben sehr eindrucksvoll. Das hat natürlich auch dann noch zusätzlich eine Rolle gespielt, obwohl er den Weg eben schon beschritten hatte. Das Bistum Münster hat, was vielleicht nicht allen Leuten bekannt ist, eine kleine Pfarrei in Berlin, die Pfarrei St. Matthias in Berlin-Schöneberg. Dort war der Kardinal von Galen von 1919 bis 1929 Pfarrer. Könnten Sie uns beschreiben, was seine Zeit in Berlin geprägt hat? Er hat in dieser politischen Diskussion eben auch Zeitungsbeiträge, Zeitschriftenbeiträge publiziert. Etwa zum Artikel 1 der Reichsverfassung und hat dort eben auch einen gewissen Mut gezeigt. Es gab auch Auseinandersetzungen. Also die Zentrumspartei war eben die katholische Partei, kann man sagen. Sie hat die katholische Minderheit im Deutschen Reich vertreten. Und zwar war sie eine Volkspartei. Also da war vom Arbeiter und Bauern bis zum Unternehmer alles, was katholisch war oder so, was ich da organisieren wollte, vertreten. Und das führte natürlich auch zu Spannungen innerhalb dieser Partei. Und er hat auch Kontakt gehabt zu einzelnen Ministern, zu bedeutenderen Leuten in der Politik, also etwa zu dem Reichsarbeitsminister Brauns, ohne allerdings jetzt im gesellschaftlichen Leben oder direkt im politischen Leben eine Rolle zu spielen. Also er hat ganz der Seelsorge gelebt, verstand aber eben auch die Teilnahme an der politischen Diskussion in Grundsatzfragen als einen Teil der Seelsorge. Man kann das, wenn ich das noch anfügen darf, sehr schön exemplifizieren an seinem Beitrag über den Artikel 1 der Reichsverfassung. Der lautete ja, also die Reichsverfassung 1919 wurde sie beraten und beschlossen, und der Artikel 1 lautete: Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da gab es jetzt natürlich Bedenken. Was heißt denn das, die Staatsgewalt geht vom Volke aus? Und Galen hat das dann auseinandergelegt. Er hat gesagt, also für die katholische Position, für die Zentrumsposition, er hat gesagt, selbstverständlich ist die Staatsgewalt berechtigt, die Gesetze zu machen und das gesellschaftliche Leben zu regeln, so dass das Gemeinschaftsleben eben gut und für alle befriedigend verlaufen kann. Die Frage ist nur, wenn ich sage, die Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt das eigentlich die totale Gewalt? Darf die Staatsgewalt alles? Nein, sie darf eben nicht alles. Und da war sein Bedenken, wenn ich nicht den Gottesbezug in der Präambel habe, wie bei uns auch in unserer Präambel des Grundgesetzes, dann kann es eben dazu führen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, es gibt niemanden mehr über mir, ich darf alles. Und das ist schon eine bedenkenswerte Position, wenn ihm denn auch von bestimmter Seite dann hinterher vorgehalten wurde, er sei nicht so ein rechter Demokrat gewesen und hätte sich schwer getan mit der Weimarer Republik. Also, wie soll man sagen, Monarchist. In dem Sinne ist er nicht gewesen, also kein Herzensmonarchist, wie er das mal gesagt hat. Schon gar nicht gegen Preußen, also die Hohenzollern, schon gar nicht. Aber natürlich schon aus einer gewissen Prägung, dass das sozusagen ein Regierungsmodell ist, das über Jahrhunderte funktioniert hat und praktikabel gewesen ist. Und sagen wir mal, die Gebote Gottes, eben auch der König oder der Kaiser, der hat die akzeptiert. Und da fiel ihm der Wechsel zweifellos schwer. Aber er hat auch anerkannt, und zwar schriftlich, nachweisbar in den Quellen, dass ihm die Weimarer Zeit einen Fortschritt gebracht hat gegenüber dem Kaiserreich, weil die Grundrechte in der Verfassung standen. Und weil sozusagen, das war ja im Kaiserreich nicht der Fall gewesen, und insofern eben auch die Menschenrechte, die Menschenwürde, so wie sie von
den Geboten Gottes her zu verstehen ist, in der Verfassung einen gewissen Niederschlag gefunden hat. Das ist natürlich eine für die Zeitgenossen durchgängig ambivalente Haltung. Dennoch würde ich hier sagen, das ist sehr abgewogen und sehr durchdacht auch. Herr Professor Gorobka, 1929 wurde Kardinal von Galen, dann der damals noch Pfarrer von Galen, aus Berlin, einem sozialen Brennpunkt, zurück nach Münster gerufen, wurde Pfarrer in St. Lamberti. Er selber soll zu seinem Bruder oder einem Freund gesagt haben, jetzt ruft man mich aufs Altenteil, meine Karriere ist vorbei, und ahnte noch gar nicht, dass hier seine wirkliche Karriere beginnen würde. Berlin war ein sozialer Brennpunkt. Wie wir gerade schon gesehen haben, das Münsterland ist berühmt katholisch. Es gab scheinbar nichts mehr zu tun, und dennoch veröffentlicht er 1932 eine Schrift mit dem Titel Die Pest des Laizismus. Was hat den Kardinal dazu bewogen? Ja, also dieser ganze Vorgang, das ist eine sehr interessante und facettenreiche Angelegenheit. Vielleicht sollten wir erst mal sagen, was mit diesem Laizismus gemeint ist. Also es ist sozusagen die Pest der Verweltlichung, wenn ich das mal mit einem, ohne ein Fremdwort ausdrücke, die Pest der Verweltlichung. Und wenn er jetzt sagt, meine Karriere ist vorbei, ich komme aus Altenteil, dann war das in seinem Verständnis gar nicht irgendwie etwas Negatives, sondern er hat gesagt, wenn ich als Pfarrer wirke, dann tue ich das meiste für die Menschen und für das Reich Gottes. Das ist also, er hat dieses Amt sehr ernst genommen und er hat es als sehr ehrenvoll und als sehr bedeutsam und wichtig angesehen. Dass er jetzt nach Münster zurückgerufen wurde, hat schon gewissermaßen einen politischen Grund. Im westfälischen katholischen Adel, der organisiert war im Verein der westfälischen Edelleute, den Verein gibt es heute noch, da hat sich eine Strömung breit gemacht, die von den Zentrumspositionen zu diesen nationalistischen Positionen kam, also den Deutschnationalen, die Deutschnationale Volkspartei vertrat, also nationalistisch, monarchistisch bis chauvinistisch, also übertriebener Nationalismus, die auch diese ganze Demokratie von Weimar abgelehnt hat und sich auch von den Zentrumspositionen, die ja mit dem der Ortskirche und dem Bischöfen eben auch sehr parallel ging, abgewandt hat. Und dem wollte nun der Bischof von Münster entgegenwirken, der Johannes Poggenburg, und hat jetzt den adeligen Pfarrer von Galen zurückgerufen, damit dieser im Verein der Edelleute diesen Positionen entgegentritt und versucht, ich sage es jetzt mal mit den Worten von Poggenburg, den Adel wieder auf die rechte Bahn zu bringen, also diesen nach rechts abdriftenden Teil. Und das hat er auch versucht. Im Verein der Edelleute hat er versucht, eine Resolution mit noch langer Diskussion zu beschließen, dass man eben die Position der Bischöfe in den grundsätzlichen politischen Fragen, dass man die, also diese waren ja natürlich weitgehend kulturpolitische Fragen, aber eben nicht nationalistisch, in gar keiner Weise, dass man denen wieder beitritt. Und damit ist er gescheitert. Und in dieser Sitzung ist es dann so ausgegangen, dass die Minderheit derjenigen, die also nicht da ins rechte Lager abdrifteten, dann den Raum verlassen hat, auch der Pfarrer von Galen. Dann rief dann einer der Teilnehmer hinterher, da geht das Zentrum hinaus. Das ist ein interessanter Vorgang, weil es eben auch zeigt, dass der Pfarrer von Galen selbst, wie er auch selbst gesagt hat, immer ein treuer Zentrumsmann gewesen ist und nichts im Sinne hatte mit deutsch-national oder gar nationalsozialistisch. Und dieser abgedriftete Teil ist dann eben doch teilweise bei den Nationalsozialisten wirklich gelandet, hat es als praktizierende Katholiken, hat es auch zu Ämtern gebracht. Die Gebrüder von Lüning beispielsweise sind Oberpräsidenten in Münster und im Rheinland geworden. So. Gut, jetzt muss man auch den Bogen einmal schlagen und sagen, diejenigen, die jetzt da nationalistisch, chauvinistisch Ideen hatten, das sind eben auch welche, die sozusagen nicht mehr voll auf der Linie des katholischen Glaubens liegen, weil sie den Nächsten nicht mehr voll akzeptieren. Der ist eben der Feind, in diesem Sinne auch ein Stück Verweltlichung. Aber dennoch, man musste eben sagen, auch im katholischen Münsterland gab es eben Erscheinungen der Abwendung vom Glauben. Man muss ja nur an die nationalsozialistische Bewegung denken. Es gab im Ruhrgebiet, das gehörte zum erheblichen Teil ja zum Bistum Münster, eine starke kommunistische Bewegung. Also
total von Glaube und Religion entfernt. Es gab eine starke sozialdemokratische Bewegung im Ruhrgebiet. Man kann sagen, das Ruhrgebiet wählte zu einem Drittel kommunistisch, zu einem Drittel sozialdemokratisch, zu einem Drittel Zentrum. Die Sozialdemokraten damals ja achristlich bis antichristlich. So, und jetzt will er das einmal formulieren. Also was müssen wir eigentlich seelsorglich tun, damit die Verweltlichung nicht zunimmt? Denn das war ja für ihn nicht sozusagen die Frage, wie entscheiden sich die Leute mehr so oder so, sondern wenn sie sich eben von der Kirche abwandten, verloren sie auch das Heil, das ewige Heil. Das war sein Ansatzpunkt. Und sein Rezept kann man das nicht nennen, also sein Konzept dagegen mit umzugehen, war eben eine intensive Form von Seelsorge. Also eine, wir würden jetzt modern sagen, dem Menschen besonders zugewandte Seelsorge. Er ist in der Seelsorge aufgegangen, kann man sagen. Das haben übrigens auch, als es dann um die Bischofswahl ging, wurde das auch formuliert über ihn, über seine Persönlichkeit. Er geht in der Seelsorge auf. Und er hatte offenbar auch eine Form von Ausstrahlung, die ganz ungewöhnlich war. Also mir haben Zeitgenossen berichtet, dass besonders kleine Kinder auf ihn zugelaufen sind. Und er hat sich eben auch nicht geniert, zu den Armen hinzugehen und sie zu besuchen und zu den Kranken zu gehen. Also ein in der Seelsorge, ja auch seine Lebensaufgabe findender Mann. Dennoch hat er natürlich in Münster auch als Pfarrer von St. Lamberti eine gewisse vorpolitische, muss man sagen, Rolle gespielt. Die Pfarre betrieb eine Bücherei des katholischen Lesevereins und hatte verschiedene soziale Einrichtungen und er hatte natürlich Kontakt mit den Lehrern. Er saß im Sozialausschuss der Stadt, übrigens mit zwei interessanten Leuten unter anderem zusammen. Einmal mit dem jüdischen Rabbiner Dr. Steinthal, den er von daher sehr gut kannte. Es sollte sich dann hinterher nochmal die Verbindung auch zeigen, dass das bedeutsam war. Und mit dem evangelischen Pfarrer Martin Niemöller, der damals in Münster Pfarrer war und mit dem er also dann einige Jahre zusammen im Sozialausschuss gewirkt hat. Sie haben gerade die Bischofswahl schon angesprochen. Die war gar nicht unumstritten. Nein, die war nicht unumstritten. Das hat ja auch dazu geführt, dass formuliert worden ist, also der Galen sei der Bischof dritter Wahl gewesen. Wenn ich also die Akten nüchtern interpretiere, muss ich sagen, er war der Mann der Stunde. Also es ist ein komplexer Vorgang, wenn man ihn mal sehr einfach beschreibt. Er ist auf der Liste des Domkapitels gewesen. Das Domkapitel macht ja eine Liste und schickt die nach Rom. Er ist von vier deutsch-preußischen, muss ich genauer sagen, Bischöfen als Bischofskandidat vorgeschlagen worden mit interessanten Charakterisierungen. Also etwa, der geht in seinen Seelsorgeaufgaben auf oder auch mit der Formulierung, er wagt es, gegen den Strom zu schwimmen. Oder in einer anderen Formulierung sagt dann in diesem ganzen Prozess einer, er hat eine eigene Meinung und wagt es auch, diese zu sagen. Kurz und gut, aus Rom kommt nicht, kommt eine Dreierliste zurück, aus der dann endgültig das Domkapitel wählen kann. Da steht gar nicht drauf. Dennoch war er episkopabel, also als Bischof geeignet. Er hat schon mal von Rom aus auf 1930 auf der Liste für den Aachener Bischofsstuhl gestanden. Und das Domkapitel wählt also einen Kandidaten, nämlich den Heinrich Heufers, Domkapitular in Berlin. Und der sagt ab. Also er ist schon ernannt und nimmt nicht an. Aus Krankheitsgründen oder Gesundheitsgründen. Das Attest ist überliefert im Vatikanischen Archiv und das ist eben ein interessanter Punkt. Der Arzt schreibt, also er hat ihn jetzt wieder untersucht und das, was er schon in seiner letzten Untersuchung festgestellt hat, hat sich dann eben verstärkt. Die letzte Untersuchung war 7 Jahre vorher. Also 7 Jahre ist er gar nicht beim Arzt gewesen. Also er hat aus politischen Gründen abgesagt. Der nächste, der dann gewählt worden wäre vom Domkapitel, ist der Professor Donders gewesen, ein Theologieprofessor, ein berühmter Prediger damals. Der sah das auch auf sich zukommen und hat dann gleich vorweggeschrieben, er würde das Amt nicht annehmen können.
Sinngemäß unter den jetzigen politischen Gegebenheiten sieht er sich gar nicht in der Lage, in diesen politischen Friktionen eben eine Diözese in dieser Größenordnung zu leiten. Also er hat gesagt, für die Politik bin ich nicht, die jetzt erforderlich ist. NS, das Regime ist ja schon installiert. Und da kommt aus Rom nun als weiterer Kandidat, also von den dreien haben ja zwei jetzt abgesagt, es ist nur noch der Antonius Mönch, der ein Kandidat aus Aachen drauf. Und da sagt Rom, wir setzen jetzt noch den Pfarrer von Galen drauf. Wahrscheinlich war das Pacelli, also der Kardinalstaatssekretär, der den Galen aus Berlin kannte. Matthias und die Nunziatur lagen relativ nah beieinander, die hatten auch Kontakt, das ist nachgewiesen. Und dann wählt das Domkapitel einstimmig den Galen. Und da wird eben auch von einem der Beteiligten in den Akten formuliert, er wird die Rechte der Kirche in jedem Falle um jeden Preis vertreten, weil nämlich die Nationalsozialisten vor Ort Einspruch erhoben haben. Und die haben Einspruch erhoben, weil sie sagten, na, mit dem wird es nicht so leicht sein, unsere Dinge durchzusetzen. Die kannten den schon, haben aber in der Öffentlichkeit erzählt, in ihrer Zeitung geschrieben, also dieser Pfarrer von Galen, mit dem haben wir schon immer gut zusammengearbeitet, denn der hat ja beim Einführungsgottesdienst der neuen Stadtvertretung auch die Predigt gehalten. Das ist natürlich ein banaler Rückschluss, der sagt nichts. Tatsächlich sind sie gegen ihn gewesen. Und das ist insofern wichtig, als es ja Leute gegeben hat, die gesagt haben, naja, das war so einer vom Adel. Der hat es am Anfang mit den Nationalsozialisten, die fand er ganz sympathisch. Er war auch national, das würde ich bestreiten, ich würde sagen, er war patriotisch, aber nicht nationalistisch. Ne? Und jetzt haben wir hier den eindeutigen Gegenbeleg, also er hatte nie mit den Nationalsozialisten irgendwas am Hut. Da kann man übrigens nochmal einen Bezug wählen zu der Pest des Laizismus. Da gibt es eine hochinteressante Stelle, wo er nämlich sagt, die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland geht dahin, dass die Freiheit immer weiter eingeschränkt wird. Also wohlgemerkt unter den allgemeinen Bedingungen, noch nicht nationalsozialistisch, weil die Entfaltung der Persönlichkeit behindert wird. Überall wird nach dem Staat gerufen. Der Staat regelt alles. Man muss in eine Staatsschule gehen und es gibt eben staatliche Krankenhäuser und es gibt die staatliche Rentenversicherung und alles und jedes regelt der Staat. Wenn das so weitergeht, dann werden wir noch eine Staatsbekleidung bekommen und wir werden eine Staatsverpflegung bekommen und wir werden eine Staatsreligion bekommen. Und genau dies, also nicht, dass er jetzt prophetisch gewissermaßen das vorausgesagt hätte, aber auf dieser Linie lag dann genau der Nationalsozialismus, der eben dann wirklich die Staatsverpflegung, sprich Eintopfsonntag und die absolute Staatsschule und die Staatsreligion, die Einheitsreligion eingeführt hat, sprich nationalsozialistische Weltanschauung. Also im Ganzen ist das schon weitblickend gewesen. Dem Nuntius hat das allerdings nicht gefallen. Der Nuntius hat nach Rom geschrieben, in der Bischofskandidatenfrage, also der hat sogar ein Buch geschrieben, dieser Pfarrer von Galen, zugegebenermaßen mit guten Gedanken, allerdings für einen einfachen Pfarrer doch ein wenig, drängt er sich doch ein wenig in den Vordergrund. Also er guckte auf die Autoritätsstrukturen, nicht? Von oben nach unten. Pfarrer schreibt keine Bücher, nicht? So für den Nuntius. Sie haben gerade gesagt, dass Kardinal von Galen nie etwas mit dem nie ausgesprochen nationalsozialistisch gesinnt war. Dennoch hält sich bis heute das Gerücht, dass er zu Beginn zumindest nicht sofort seine Stimme erhoben hätte oder am Anfang mit dem Regime zusammengewirkt hätte. Immer wieder hört man diesen Vorwurf. Ihnen unter anderem ist es zu verdanken, dass hier das Bild von Kardinal von Galen in den 90er Jahren sich wirklich hat ändern können. Ab wann kann man mit Sicherheit sagen, hat Kardinal von Galen angefangen, seine Stimme zu erheben und auf Gefährdungen von Seiten der Nationalsozialisten aufmerksam zu machen? Wenn man seine Gedankenwelt einmal fortsetzt, die wir auch jetzt so ein bisschen erörtert haben, dann kann es gar nicht sein, dass ein Mann, der aus dieser Familientradition kommt, der schon immer für die Freiheit eintritt, also für die Unabhängigkeit der Person, der schon immer sagt, also der Staat soll nur das machen, was der Einzelne wirklich nicht kann, dann soll man helfen.
aber nicht von vornherein ihm dann den Staat ausliefern. Man muss dazu wissen, dass als die Sozialversicherung, die Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze im Reichstag verhandelt wurden, das Zentrum ja dagegen gestimmt hat. Nicht, weil es nicht diese sozialen Segnungen im Prinzip für richtig hielt und die Probleme für die Schwachen und Kranken und sah, sondern weil man sagt, wenn das eine staatliche Einrichtung wird, dann wird eben der Einzelne auch abhängig davon. Also ein solcher Mann aus dieser Tradition, der ist nicht totalitär gefährdet. Also das kann man, bloß man braucht natürlich als Historiker die Belege dafür, völlig klar. Und jetzt beginnt ja eben im 30. Januar eben Ernennung Hitlers durch den Reichspräsidenten zum Reichskanzler, als Präsidialkanzler, und dann beginnt eben so diese Dynamik, um an die Macht zu kommen, der politischen Auseinandersetzung. Und jetzt notiert er eben auch diese Beobachtungen, nicht? Und sagt beispielsweise, als die Parteifahne auf den Rathäusern gehisst wird, gewaltsam dort in der Regel aufgezogen, eine Parteifahne darf doch nicht auf dem Rathaus stehen. Das Rathaus ist für alle da und hier geht es um eine Partei. Oder als sammelt eine Bemerkung von Göring und von Hitler, so in dem Sinne, die Kraft ist die Mutter des Rechts. Wenn die Macht, sagt er dann, die Mutter des Rechts ist, dann ist die Gewalt sozusagen, gewaltsame Rechtsetzung wird dann eingeführt. Und dann gibt es nicht mehr das Recht, das sich beruft auf Menschenrecht und Gottesrecht, sondern es gibt nur noch das Recht durch Gewalt. Und diese Dinge, und dann vergleicht er eben auch und sagt, das, was wir hier beobachten können, da berührt sich der Nationalsozialismus mit den Ideen des Sowjetbolschewismus. Also er hat klar gesehen, dass da das Totalitäre aufkam, als Pfarrer. Und er hat noch als Pfarrer von St. Lamberti die ersten Auseinandersetzungen eben mit nationalsozialistischen Amtsträgern gehabt. Beispielsweise als die katholischen Vereine am 1. Juli 1933 verboten wurden. Das Verbot wurde ein paar Tage später wieder aufgehoben. Da marschiert er zur Polizei und zum Regierungspräsidenten, also zum höchsten staatlichen Beamten, und protestiert dort und sagt, ich bin der Pfarrer, ich trage die Verantwortung, was haben die denn verbrochen? Nicht? Also als die katholische öffentliche Bücherei geschlossen werden sollte, weil sie nicht das nationalsozialistische Schrifttum aufnehmen wollte, dann protestiert er dagegen. Man hat sich dann geeinigt, hat das getrennt. Da ist dann eben eine eigene Stadtbücherei gegründet worden. Also schon da beginnen die, es gibt noch eine Reihe anderer Beispiele, beginnen die Auseinandersetzungen mit dem Regime. Und jetzt wird er Bischof. Als Bischof ist er nach dem Preußen-Konkordat verpflichtet, den Treueid auf die Verfassung zu leisten. Und den hat abgenommen der preußische Ministerpräsident Göring. Das ging natürlich durch die Presse. Ja, der schwört auf das Dritte Reich. Ja, so war das natürlich nicht. Er musste eben den Treueid auf die Verfassung liefern. Hat dazu eine Erklärung abgegeben, ne, ganz interessante. Er hätte lieber das vor dem Reichspräsidenten gemacht. Aber gut, das war nun Preußen, war es dann der Göring. Also es fing schon damit an, dass im Hause des preußischen Ministerpräsidenten eine Bibel nicht verfügbar war. Und dann haben wir gesagt, naja, also das haben wir dann mitgebracht. Also es war ihm schon klar, wo er sich da befindet. Und er hat sich unter Berufung auf diesen Eid, nämlich auch als Bischof die Gesetze zu achten und für das Wohl des Volkes einzutreten, unter Berufung auf diesen Eid hat er dann ja hinterher dem Göring geschrieben 1941, ich habe gesprochen, weil ich mich ja verpflichtet habe, für das Wohl von Volk und Staat einzutreten. Deswegen muss ich die Dinge sagen, die hier schlecht sind, verbrecherisch sind, gegen die Gebote Gottes sind. Also das ist ganz eindeutig, dass da überhaupt keine Verbindungen waren. Nur man muss immer bedenken, dieses Dritte Reich war ein totalitärer Staat. Also die Leute lasen nur das, was das Regime in die Zeitung schreiben ließ. Es gab ja keine anderen Informationsmöglichkeiten und deswegen konnten eben auch die Meinungen der Zeitgenossen in einer gewissen Weise ja geprägt werden durch das Regime. Es hat andere Bischöfe gegeben, wie zum Beispiel den Bischof Sproll, der Bischof von Rottenburg-Stuttgart war und bald aus der Diözese verbannt wurde. Bei Kardinal von Galen ist das nicht geschehen. Ja, bei Sproll war es so, der hat bei der Volksabstimmung einer Pseudo-Wahl eben nicht teilgenommen. Und das hat die Partei
zum Anlass genommen, mit in rabiater Weise gegen ihn vorzugehen. Sein Palais wurde gestürmt, also von herangekarrten SA-Leuten. Es wurde verwüstet, er selbst wurde bedroht. Und das hat dann solche Ausmaße angenommen, dass er letztlich die Diözese aufgeben musste. Wie hat Galen das verhindern können? Galen hat erstmal, muss man auch mal sagen, an dieser Abstimmung auch nicht teilgenommen, weil er gerade im Ausland war, in Italien. Gut, das ist genau nachgehalten worden von der Gestapo, wer stimmt wo wie ab. Und natürlich hat der Galen sehr gestört, allerdings hatte er eben eine ganz andere Umgebung. Also das heißt, die Katholiken in Westfalen, die waren nicht motivierbar, so etwas zu machen, wie das eben mit Einzelnen oder Gruppen in Rottenburg geschehen ist. Und im Gegenteil, Galen hatte die Möglichkeit, auch diese westfälischen Bauern, jetzt mal so pauschal gesagt, anzusprechen und auch zu mobilisieren. Da gibt es ja interessante Beispiele. Also als die Schulkonflikte schwieriger wurden um den Religionsunterricht, um die Inhalte des Religionsunterrichts, hat Galen Bauern angeregt, Demonstranten zu schicken, also Delegationen zu schicken zum Regierungspräsidenten und zum Gauleiter. Das ist auch bekannt geworden, nichtsdestotrotz. Also er hatte einen engen Kontakt zum Volk, oder im oldenburgischen Teil der Diözese hat es eben 1936 den sogenannten Kreuzkampf gegeben. Also es wurden durch den oldenburgischen Minister der Kirchen und Schulen die Kruzifixe und Lutherbilder aus den Schulen entfernt. Und dann sind eben die Oldenburger katholischen Bauern, die haben nach einer gewissen Findungsphase gesagt, also das lassen wir mit uns nicht machen, haben eine riesen Gebetsdemonstration erstmal in Gang gesetzt und haben dann dem Minister Delegationen in Oldenburg, nach Oldenburg geschickt, die ihm, man muss mal sagen, auf die Bude gerückt sind. Also die sind eben in sein Dienstzimmer gekommen und haben ihm dann auf Plattdeutsch so richtig gesagt, also so geht's nicht. Wir sind schon immer Christen, das wollen wir auch bleiben und da brauchen wir auch das Kreuz in der Schule, lassen wir uns nicht nehmen. Und der Gauleiter musste zurückweichen. Im Hintergrund Galen, der das auch abgedeckt hat und gesagt, jawohl, mach das. Also das waren Verhältnisse, die in Westfalen anders lagen als in anderen Diözesen. Und da muss man eben sagen, er war eben auch ein Urgewächs dieses westfälischen Landes. Das hat er auch in einer Predigt mal schön gesagt, ich kann nichts dafür und ich bin nicht stolz darauf. Aber ich muss es mal sagen, meine Familie ist seit 800 Jahren oder 1000 Jahren hier in Westfalen zu Hause. Und wenn da welche von Blut und Boden und dem Erbe der Väter sprechen, dann kann ich da in jedem Falle mitreden und nicht die, die in Alexandrien oder Reval oder sonst wo geboren sind. Das waren einige Nationalsozialisten, die eben zufällig aus Auslandsdeutsche waren. So, also kurz und gut, das Milieu war in einer Weise dicht, dass die Partei sich das nie getraut hätte. 1937 erschien die einzige jemals in deutscher Sprache geschriebene Enzyklika mit brennender Sorge von Pius XI. Und man sagt, sie trüge die Handschrift des damaligen Bischofs von Galen. Sie trägt auch die Handschrift des Bischofs von Galen. Das ist in der Tat richtig, ja. Wie kommt es dazu? Also die Frage war ja, wie kann man mit den immer stärker werdenden Einengungen des religiösen Lebens, wie kann man damit umgehen, wie kann man sich dagegen wehren? In der Bischofskonferenz war es eben schwierig, zu einem Konzept zu kommen. Wie machen wir das denn nun? Die einen haben gesagt, wir müssen nur protestieren und die anderen haben gesagt, ja, wir können es auch nicht ändern. Die Dritten haben, also kurz und gut, es gab eben zwei, die für die Öffentlichkeit plädierten. Das war Galen und Preysing. Und Galen hat damit ja auch gewisse Erfahrungen. Am Kreuzkampfbeispiel kann man das ja sehr schön sehen. Diese Kreuzkampfgeschichte ist durch die Presse der Welt gegangen. Und sein Konzept war, gegen eine Macht, die mit physischer Übermacht hier regiert, und zwar ohne Bedenken, da haben wir gar keine Chance. Wir müssen an die Öffentlichkeit treten, weil eine gewisse Einflussnahme eben möglich ist, weil dieses Regime doch dann Sorge hat vor der Weltöffentlichkeit. Also wir müssen die Dinge öffentlich machen, an die Weltöffentlichkeit möglichst treten. Und noch etwas Zweites. Wir müssen die Grenzen
des katholischen Milieus überschreiten. Also sein Konzept war, wir müssen an die Öffentlichkeit treten, und zwar mit den evangelischen Christen und auch mit allen anderen, die guten Willens sind, jetzt seine Worte, mit allen, die guten Willens sind, vielleicht auch, wenn sie gar keine Christen waren. Das war eigentlich völlig neu, dass man sozusagen die Milieugrenzen überschritt. Und der Papst hat also mehrfach seine öffentlichen Aktivitäten, also seine Predigten sind ja nicht erst 1941 durch Deutschland gekreist und die Leute ihm zugeströmt, das lässt sich seit 1934 beobachten. Das hat er schon mehrfach gelobt im entsprechenden Handschreiben und hat jetzt selbst gesagt, ich möchte, dass bei dieser Bischofsdelegation, die hier nach Rom gerufen wird, also drei Kardinäle, auch der Bischof von Galen dabei sein soll. Der Bertram war gar nicht so begeistert davon, aber er konnte sich dann ja dem auch nicht entziehen. Und insofern hat dieses galensche Konzept eine Rolle gespielt. Formuliert hat das stärker der, also den Text der Enzyklika hat stärker formuliert der Münchner Kardinal Faulhaber. Und nichtsdestotrotz, es zeigt sich eben, dass Rom die galensche Konzeption unterstützte. Und das ist ja schon nicht so ganz selbstverständlich. Sie haben gerade gesagt, dass Kardinal von Galen ab 1934 sich nicht gescheut hat, seinen Mund aufzumachen. Später hat man ihn den Löwen von Münster genannt. Was war nun das Besondere an den Predigten, die er da 1941 gehalten hat? Löwe von Münster, um damit anzufangen, ist natürlich eine Bezeichnung aus der Nachkriegszeit. Nicht? Wenige hatten etwas gesagt, aber ganz laut und deutlich doch fast keiner. Also gut, Preysing hat auch laut gepredigt. Es gab andere Bischöfe, die auch deutliche Worte gesagt haben. Aber in bestimmten Sinne war er der am meisten in die Öffentlichkeit tretende und das auch am schärfsten, der Dinge auch am schärfsten formuliert hat. Wir müssen zunächst mal sagen, das hat schon 1933 angefangen. Da hat er nämlich gerade ins Amt gekommen, öffentlich schon formuliert, sozusagen die Grenzen der Staatsgewalt. Also zur Diözese Münster gehört ja eben auch der oldenburgische Teil. Und in Oldenburg war 1933 das Amt des Offizials, des bischöflich-münsterschen Offizials in Vechta zu besetzen. Der wurde neu ernannt und wurde eingeführt. Und da kam auch der oldenburgische Minister der Kirchen und Schulen, der Julius Pauli. Da gab es eben eine Feier und einen Gottesdienst, einen feierlichen. Und dort hat Galen gepredigt, die Predigt ist überliefert. Und da hat er gesagt, wir arbeiten mit dem Staat natürlich zusammen und der Pauli ist ja auch da. Und wir wollen gute Beziehungen, wie wir das ja schon ganz lange in Oldenburg immer hatten. Und solange die Staatsgewalt die Gebote Gottes beachtet, wird das auch immer so bleiben. Das hat er dann noch ein bisschen näher ausgeführt. Das heißt also, er hat die Grenze markiert. Und die Grenze sind die 10 Gebote. So, und jetzt kommt 1934 die Affäre Rosenberg. Arthur Rosenberg hat also, war der, ja, der Ideologe der Partei, kann man mal sagen, hat also ein ziemlich krauses Buch geschrieben, der Mythos des 20. Jahrhunderts, wo er sozusagen sagt, das Christentum wird absterben, wir brauchen eine neue Religion der Stärke, der Kraft, etc. etc. Gut, das hätte ja vielleicht auch gar keiner richtig gelesen. Aber dieses Buch wurde zur Schulungsgrundlage in den vielfältigen Schulungslagern der HJ beim Landjahr und für die Berufsverbände und wurde auch zur Grundlage des Unterrichts in den Schulen gemacht, also in den weltanschaulichen Fächern. Und da hat Galen widersprochen und hat gesagt, laut und deutlich in seinem Osterhirtenbrief, wenn jemand das Christentum beseitigen will, dann beseitigt er eben auch die christlichen Gebote. Und das hat Folgen für die Gemeinschaft, die sind ganz furchtbar. Die Gemeinschaft wird dann zu einer Räuberbande, denn jeder sieht nur noch, wo er bleibt. Und dieser Osterhirtenbrief ist also als von großen Teilen der Katholiken als Befreiungsschlag empfunden worden. Also einer hat, der Pater Muckermann hat damals geschrieben, er ist ein leuchtendes Licht in der Finsternis. Endlich sagt einer mal dies deutlich. Und jetzt gibt es eine sehr interessante, ein sehr interessantes Schreiben, das auch in Rom überliefert ist. Dann hat Galen eben dargelegt in einem Schreiben an den Kardinalstaatssekretär, was passiert hier eigentlich in der Unterrichtung der Jugend. Der Jugend werden also die christlichen Gebote ausgetrieben. Es wird ihr erklärt, dass das Christentum etwas Veraltetes ist, was abgestorben ist und dass wir jetzt also die neue Religion, die nationalsozialistische Weltanschauung, die auf Kraft, auf Durchsetzung etc.
etc. setzt, mit dieser das Christentum ersetzen wollen. Und selbstverständlich kann der nationalsozialistische Staat auf die Dauer kein Christentum dulden. Und jetzt schreibt Galen dies dem Kardinalstaatssekretär in einem Handschreiben übrigens und gibt dazu eine Reihe von Anlagen als Belege, wo überall das verbreitet wurde, und sagt dann, es geht in erster Linie um die rein religiösen Belange. Ob wir dann das Konkordat auch noch überall eingehalten bekommen, also die im Konkordat zugesagten institutionellen Regelungen, ob wir die unbedingt einfordern, das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass der Glaube weitergegeben wird. Und das haben natürlich auch die Menschen so empfunden, dass ihnen sozusagen die Werte umgewertet wurden. Natürlich gab es viele, die das toll fanden, selbstverständlich. Also, aber eben erhebliche Massen haben eben gesagt, das wollen wir auch nicht. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt eben auch einen ungeheuren Zulauf hatte bei den Predigten in Willerbeck. Zehntausende in Beten, Zehntausende in Recklinghausen. Jetzt können wir die Reihe so durchgehen, hier in seinem ganzen Bistum. Er war dann schon berühmt gewissermaßen. Und als in Aachen die Heiligtumsfahrt war, haben die Leute gesagt, oh, 36, da kommt auch der Galen, da gehen wir hin. Und dann hat er aber da was ganz Normales gepredigt. Da waren sie ganz enttäuscht. Also er hat den Ruf gehabt, dass er die Dinge auf den Punkt bringt. Und obwohl er gar nicht so redegewandt war. Ja, das ist ein interessanter Punkt. In der Tat, er galt als kein großer Prediger. Und wenn Sie diese Texte lesen, die sind ja alle ediert, dann glänzen die auch nicht durch Rhetorik. Sie glänzen eigentlich eher durch eine klare Strukturierung und klare Aussagen. Sie sind gerade ausgedacht aus der Grundlage, der Glaubensgrundlage des katholischen Glaubens in Verbindung mit den Äußerungen der Päpste. Er zitiert also die Enzykliken ganz freihändig, da ist er ganz zu Hause. Und da leitet er einen Gedankengang ab. Und dieser Gedankengang leuchtet den Leuten ein. Es ist kein rhetorisch glänzende Angelegenheit, aber es ist eine, vielleicht auch nicht intellektuell glänzende, aber es ist eine solide, handwerklich solide, durchdachte Erläuterung und Darlegung dessen, was richtig ist. Und das setzt sich ja immer ab gegen das, was falsch ist. Und die Leute haben eben auch zwischen den Zeilen gelesen. Also ein Landrat hat geschrieben, Beschwerde nach Berlin, an die Reichskanzlei. Dieser Galen, der lässt da immer solche Hirtenbriefe und Predigten los. Und die Leute vermögen zwischen den Zeilen zu lesen und reagieren darauf, weil sie eben merken, was er wirklich meint, auch wenn er es und so weiter. Gut, also das ist sozusagen eine lange Entwicklung, die auch in ganz andere Bevölkerungsschichten ausgreift. Also beispielsweise, das habe ich jetzt im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern gefunden, da schreibt der Konsul in Köln, der schweizerische Konsul, er habe doch kürzlich in einem tief protestantischen Berliner Salon mit leuchtenden Augen von den Predigten des Bischofs von Galen sprechen hören, 1937. Also gut, oder die Erinnerungen eines evangelischen Pfarrers aus Mitteldeutschland, der ein Tagebuch gewissermaßen geschrieben hat, das überliefert jetzt inzwischen gedruckt ist. Und dann schreibt er eben, mir ist die Predigt Galens von 1936 da und da zugegangen. Also offenbar wurde da schon abgeschrieben. Und ich bin doch begeistert. Warum sagen das nicht auch unsere leitenden Vertreter? Nicht so. Also das sind eben Anzeichen dafür, dass er diesen... dass er die Leute auf eine bestimmte Seite in den Leuten zum Klingen bringen kann. Und jetzt kommt 41. 41 ist natürlich insofern ein Sonderfall, weil erstens deutlich wird, wozu das Regime wirklich fähig ist. Also dass man so einfach Leute umbringt, auch Geisteskranke hier in diesem Falle. Ich glaube nicht, dass sich der normale Zeitgenosse das hat vorstellen können. Dass man jetzt die Klostersturm, also die Räumung der Klöster von den Ordensgemeinschaften, also man vertreibt die gewissermaßen und nimmt deren Eigentum in Besitz mit der Begründung Bombardierungen und wir müssen Leute unterbringen, war natürlich an Hahn herbeigezogen. Das wusste auch jeder. Das hat man auch gar nicht erwartet. Das hat sich niemand so vorstellen können.
Und das greift er jetzt ja auf, erstens mit sehr konkreten Beispielen. Klostersturm, aber auch die Euthanasie. Das heißt, er sagt, ich kenne dort einen Fall, da ist eben ein Bauer geisteskrank, aber die Familie hat engen Kontakt und so weiter. Und dann passiert das und das. Ich kann euch den Namen nennen. Die Beweislage muss gesichert sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und er macht deutlich, dass das etwas ist, was hier jeden treffen kann, weil die Rechtsgrundlagen im Deutschen Reich nicht mehr gegeben sind. Das Recht wird nicht mehr geachtet. Das Deutsche Reich ist ein Unrechtsstaat geworden. Und dann bringt er das ja auch auf den allgemeinen Punkt und sagt, die Gestapo, die verhaftet die Leute einfach so, jedem kann es passieren, etc. etc. Das heißt, es wird sozusagen an diesem Beispiel Klostersturm und Euthanasie wird einmal für die Rechte dieser Leute eingetreten, also hier der Geisteskranken, die ermordet werden, für das Menschenrecht auf Leben. Aber es wird auch dafür eingetreten, dass das Recht die Grundlage des Gemeinschaftslebens ist. Dies ist jetzt eben nicht mehr gegeben und damit sind wir in der Tat das geworden, was der Augustinus oder an anderer Stelle gesagt, beschreibt. Also was sind die großen Reiche anders? Der Alexander, sie sind eben nichts anderes als eine Räuberbande, weil das Recht nicht mehr gilt. Und bei den Räubern sieht eben jeder zu, dass er einen großen Batzen bekommt und jeder ist jederzeit auch gefährdet. So, und das hat ja in einer Weise gezündet, dass eben diese Predigten in ganz Europa verbreitet wurden. Also ich habe eine ganze Sammlung, weil bei Vorträgen und so weiter Nachlässe kommen zu mir und Leute sagen, können Sie es gebrauchen. Also man kann mal sagen, im gesamten deutschen Machtbereich von Stalingrad bis, also Stalingrad war später, aber von der Ostfront bis Gibraltar, von Norwegen bis Süditalien waren diese Predigten verbreitet in Abschriften, in Übersetzungen auch teilweise. Und eben die englische Propaganda hat sich die Chance ja nicht entgehen lassen und hat sie als Flugblätter über Deutschland abgeworfen. Darauf noch ein kleines Aperçu, da ist ein Bild von Galen auf diesen Flugblättern. Da haben sie aber nicht den Galen selbst, sondern seinen Bruder, den Augustinerpater, da abgebildet. Das ist also eine Verwechslung, aber sie hatten kein anderes Bild, nicht? War auch ein Galen. So, und damit ist das natürlich nochmal in der Öffentlichkeit stark verbreitet worden. Dass es Kardinal Galen nicht um Lob ging und er nicht von Menschenfurcht gefesselt war wie so manch anderer, wird auch daran deutlich, dass die Engländer, die nach dem Krieg ihn erstmal wohlwollend behandelt haben, wissend um das, was er getan hat, gleich spüren mussten, dass er auch ihnen dann ungemütlich wurde? Ja, also man muss sagen, im Ganzen haben sie natürlich schon ihn auch mit einer gewissen Achtung und Bewunderung behandelt. Und nun gab es natürlich in der Nachkriegsentwicklung einmal die Zusammenbruchsgesellschaft. Alle waren unterwegs, nicht? Im Osten begannen die Flüchtlingsströme, die Vertreibung, die Fremdarbeiter, die damals sogenannten, also die Zwangsarbeiter, wurden frei. Die Kriegsgefangenen, die da waren, wurden frei. Und man muss das sehen, die Leute haben natürlich gelitten unter der Behandlung, die sie da erfahren haben. Und manche haben dann eben auch Rachegefühle gehabt oder haben eben sich auch genommen, was sie brauchten, haben eben auch bei solchen Gelegenheiten Gewalt angewendet. Und da hat er gesagt, ihr seid jetzt die Staatsgewalt, ihr Engländer, ihr müsst für das Recht sorgen. Also er ist auf seiner Grundposition geblieben. Natürlich haben die Engländer gesagt, ja, aber wir haben doch diese Zwangsarbeiter nicht hierher gebracht. Ja, ihr habt aber jetzt die Staatsgewalt inne. Und da hat er sich eben auch mit dem Kommandeur, einem der aus der oberen Etage, da auseinander ausgetauscht. Ich soll mal sagen, Vernehmung kann man das nicht nennen, aber es war schon so ein bisschen auch Druck von Seiten der England, aber er hat sich da gar nicht beirren lassen und hat dann eben in einer Telchter Predigt, also hier in Telch, das auch öffentlich gesagt, hat damit viel Beifall gefunden. Und es ist noch was anderes passiert. Es ist sozusagen, es ist in Anspruch genommen worden für, sagen wir mal, ein gewisses Verständnis für diejenigen, die alle mitgemacht haben. Es ist also in Umlauf gebracht worden, eine Predigt, die er angeblich in Rom gehalten hat, aber bei der Fälschung, dem hat er auch widersprochen, im kirchlichen Amtsblatt öffentlich widersprochen.
weil er sich eben auch gegen die Kollektivschuld ausgesprochen hat. Christlich völlig einwandfrei. Schuld ist immer etwas Individuelles. Nicht? Es können nicht alle für schuldig erklärt werden, wenn ein Staat dieses oder jenes macht. Aber das war eben damals in der auch unter den aufgeputschten Leidenschaften war das natürlich eine Stimme, die manche da nicht so gerne gehört haben. Kardinal Gallen hat selbst lächelnd freundlich sich bei seinen Bürgern mit Christen beklagt, dass ihre Liebe und Verteidigung ihn um die Märtyrerkrone gebracht hätte. Und jetzt gibt es heute Stimmen, die sagen, naja, was der Kardinal da gemacht hat, das war ja ganz mutig, aber wirklicher Widerstand war das nicht. Ja, das ist eine insofern problematisch, als wir es eben da zu tun haben mit dem gewissermaßen wissenschaftlichen Widerstandsbegriff. Nicht? Das ist eine lange Diskussion, die können wir hier nicht so nachzeichnen. Die Grundposition war ja zunächst, Widerstand war nur das, wo also aktiv das Regime bekämpft wurde, was weiß ich, von Sabotageakten bis zum 20. Juli. Man hat dann eben gesagt, ja, es ist schon auch so, dass eben eine Widersetzlichkeit auch Wirksamkeit gehabt hat. Das sind gewisse Einengungen in der Begrifflichkeit. Man muss von der grundsätzlichen Einstellung ja fragen, was hat denn eigentlich dieser Mensch Gallen bewirkt? Und bewirkt hat er nun, dass den Leuten klar wurde, die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, ein zentraler Punkt jeder religiösen und auch für das Zusammenleben der Menschen wichtigen Frage. So, wer jetzt den Menschen erklärt, dies ist böse, das ist gegen die Gebote, da werden Leute ermordet gegen das fünfte Gebot, der sorgt natürlich auch gleichzeitig dafür, dass das Regime in seinen Grundlagen bestritten wird. Also es wird ihm gewissermaßen die Legitimität bestritten. Also das wirkt nicht kurzfristig so etwas, aber es wirkt natürlich langfristig. Wenn in einem Regime die Legitimität bestritten wird, kann es auf Dauer nicht überleben. Haben wir am kommunistischen Regime und dem Zusammenbruch eben nach über 70 Jahren, haben wir das beobachten können, selbst als Zeitgenossen beobachten können. Und insofern würde ich schon sagen, dieses Bestreiten der Legitimität ist eine aktive Widerstandshandlung. Denn wenn ich eben beispielsweise Menschen ausrotte, weil ich da auf einer Ideologie, Rassenideologie mich befinde, dann brauche ich auch die das tun. Und wenn die aber sagen, Entschuldigung, das mache ich nicht, weil ich hier das fünfte Gebot beachten will, dann finde ich die nicht mehr. Kurz und gut, ich halte es schon für eine langfristig wirkende, wirkliche Widerstandshandlung, weil es eben diese Wirkung gehabt hat. Dann meine letzte und sicher nicht unwichtigste Frage. Es wird der katholischen Kirche immer wieder vorgeworfen, sie hätte nicht genug getan zur Verteidigung der Juden. Was hat Kardinal Gallen getan für die Juden? Ja, die Kirche ist ja immer schwierig, nicht? Wer ist die Kirche? Aber es ist schon richtig, wenn wir fragen, wie hat sich das Individuum verhalten? Also bei Gallen ist es so, dass wir erstmal sagen können, er hat sich in der Situation 9. November 1938 in Duisburg befunden, auf Firmungsreise, übernachtet er übrigens immer bei einem Pfarrer, der ein besonders langes Bett hatte von 2,20 Meter, hört das über Rundfunk, ruft sofort dort an bei den Jesuiten in Münster, sie sollen sich kümmern, was ist mit dem Rabbiner, als der Rabbiner dann, das versuchen die auch, als der Rabbiner ist, dann wird dann eingesperrt, dann lässt er ihn versorgen und schickt ihm Lebensmittel zu und dass er da halt im Gefängnis einigermaßen und übrigens auch mit Polizeibeamten und Gefängnispersonal, die also nicht gebissene Nationalsozialisten waren, behandelt wurde, bis er wieder rauskam. Der Rabbiner hat das dann sehr schön beschrieben. Der ist dann ausgewandert, also emigriert 1939 nach Argentinien und sein Sohn hat seine Aufzeichnungen der Stadt Münster 1988 zur Verfügung gestellt und da schreibt er eben, der Bischof von Gallen war einer der wenigen, die für uns eingetreten sind und sich um uns gekümmert haben. So, jetzt gibt es eine zweite Schiene gewissermaßen, die Aufklärung. Die Diözese Münster ist nach unserem bisherigen Kenntnisstand die einzige Diözese, in der im Sommer 1938 eine Aufklärungsaktion in den Kirchen, also Katechese in den Kirchen stattgefunden hat. Was ist Antisemitismus? Und Antisemitismus ist Sünde.
Das ist natürlich zurückgegangen auf den Bischof, der das veranlasst hat. Wahrscheinlich, weil auch zu beobachten war, dass so diese antisemitische Propaganda bei den Katholiken gewisse Resonanz hatte. So, und dann haben wir den dritten Punkt, der noch wichtig ist. Es seien Juden zu ihm gekommen, ob er nicht auch für sie auf die Kanzel steigen würde. Und da habe er gesagt, ja, also es will er machen. Aber man muss bedenken, was kann passieren, wenn es kann vielleicht schlimmer sein als vorher, Sie sollten sich das überlegen. Und da haben Sie dann eben gesagt, nee, also dann möchten Sie das doch nicht. Und wir haben jetzt eine Aufzeichnung, eine eidesstattliche Aufzeichnung seines ersten Biografen, der in seiner Umgebung gearbeitet hat, Portmann, dass ihm das in seinem Gewissen zu schaffen macht, dass er nicht öffentlich für die Juden eingetreten ist. In diesem Falle, den wir gerade besprochen haben. In einem gewissen Sinne ist er das natürlich, denn er hat formuliert, dass er für die, dass also die Menschen aller Rassen und aller Klassen vor Gott gleich sind. Alle sind Gottes Kinder. Und wenn damals der Zeitgenosse hörte Rassen, dann hat er natürlich immer auf Juden geschaltet. Also das heißt, wir müssen auch mit den Augen des Zeitgenossen die Dinge lesen und sie nicht nur so von heute, wenn wir heute von Rassen reden, ja, da denken wir vielleicht an Schwarze oder an Chinesen oder so. Damals hat man nicht so. Also das hat er natürlich deutlich formuliert. Das, der Bischofsspruch von Kardinal Gralen beginnt mit den Worten Nec Claudibus, nec Timore. Und wenn man in Münster in den Dom zu seinem Grab pilgert, sieht man eine Platte auf dem Fußboden, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sind nun Historiker, aber dennoch, wie bewerten Sie denn die Seligsprechung? Der Historiker ist natürlich nicht für Seligsprechung zuständig, sondern er kann etwas sagen zu der Bedeutung der Gestalt im damaligen Kontext. Und da meine ich schon, dass der Bischof Kardinal von Galen eine außergewöhnliche Gestalt war. Das übrigens prüft ja auch der Tugendprozess. Der Tugendprozess prüft ja die Glaubensstärke, die Tugenden. Und da ist er eben einer wirklich der Großen, die für den Glauben eingetreten sind, für die Menschenrechte eingetreten sind. Mut gehabt hat, das in der Öffentlichkeit laut und deutlich zu sagen und eben durchgängig, wenn wir jetzt so seinen Lebensweg sehen, sozusagen aus dem Elternhaus bis zuletzt, ich lasse mich nicht durch irgendwelche Bedrohungen, durch Angst, die ich habe, abweichen und abbringen von Gottes Wegen. Also nicht durch Drohung und nicht durch Furcht lasse ich mich abbringen von Gottes Wegen. Und das ist mit einer Konsequenz und auch mit einem Risiko, gut, er ist nicht vom Regime in irgendeiner Form physisch bedroht worden. Aber das Risiko bestand natürlich mit einem Risiko, das schon imponierend ist. Und wenn wir uns einmal umschauen in den schwierigen 12 Jahren der NS-Diktatur, dann finden wir eben wirklich nur wenige, die das in dieser Weise getan haben und auch noch Hunderttausende damit erreicht und bewegt haben. Es hat die Märtyrer gegeben, alle Hochachtung natürlich, aber auch diese sind teilweise eben in einem kleinen Kreis eingeschlossen gewesen. Sie haben nicht die Öffentlichkeit erreicht. Also als Historiker muss ich sagen, die Wirksamkeit ist etwas, was ihn tatsächlich in besonderer Weise hervorhebt. Herr Professor Korobka, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.